Hallo und herzlich willkommen zurück Alarm. Zu Let's Sie Play haben keine Ausrüstung und sind Far Cry 3 Blood Dragon. Vermeiden Sie jeden Kontakt zu Cybersoldaten. Also hier muss ich lang. Also ich muss Cybersoldaten ausweichen. Was ist das für ein blauer Schleim? Oh shit. Da sind sie, die Blood Dragons. Dr. Darling erwähnte ihre mangelnde Sehkraft. Hocken scheint angebracht. Die Kreatur verströmt Biostrahlung. Der Scanner ist nun so kalibriert, dass er ihre Gegenwart meldet. Nur weiter. Ab ins Gebüsch. Genau, hier gibt's nichts zu sehen. So, da hinten ist noch einer. Ja genau, kommen wir zurück. Wie soll ich an denen da vorbeikommen? Das Ding steht mir im Weg, verdammt. Was jetzt? Ich bemerke erhöhte olfaktorische Fähigkeiten. Werfen Sie Cyberherzen, um den Drachen wegzulocken. Herzschmerz? Fuck yeah! Hier, Junge. Hier, Meets. Er ist weg. Ich empfehle, weitere Cyberherzen zu sammeln. Die Drachen hören sie, wenn sie nicht in der Hocke sind. Ich bin weg. Zumindest weiß ich jetzt, wie sie aussehen, wenn sie einen sehen. Vergessen Sie nicht, der Schild schützt die Soldaten im Inneren vor den Drachen. Aber er hält nicht deren Fusionslaserschüsse ab. Deren was? Hallo? Verflucht. Erinnerung, werfen Sie ein Cyberherz an die von mir markierten Orte. Komm schon.
Scheiße. Da kommen sie! Mit Sloan aufnehmen wollen. Durchsuchen Sie die Festungsanlagen nach Ausrüstung. Ich habe sogar Waffen lokalisiert, die Sie nutzen können. Oh, hier brennt alles. Und weg sind sie, die Drachen. Mission: Cyborg-Sicht nutzen, um Gegner in der Basis vom Ausguck zu markieren. Gastgeschenke. Pfeile. Aha. Treffe ich den? Sieh mal, Scheiß am Stiel. Missionsziel: Sie können Garnisonen auf mehrere Arten sichern. Oh ja. Töten Sie alle Gegner selbst, locken Sie Drachen zum Haupttor oder deaktivieren Sie die Megaschilde. Dadurch werden automatisch Drachen in die Garnison gelockt. Oh, vielleicht können Sie auch... Verdammt nochmal, halt's Maul, Hart. Ich mach, was ich will. Verstanden. Denken Sie nur daran, dass es zwei Wege gibt, die Megaschilde zu deaktivieren. Entweder an der Konsole oder direkt am Generator, der sich zerstören lässt. Bla bla bla, töte bla bla bla. Da ist ein Drache. Ich muss da irgendwie wieder hin. Die Frage ist, wie kam der Drache jetzt wieder hier hin? Was ist denn da oben? Gut, dass sie so wenig sehen können. Also, die Laserschilddinger aufmachen, damit die Drachen rein können. Yep, das ist mein Plan. Go.
Doc, sind Sie in Sicherheit? Bin ich. Und gleich wird es sicher blutig und laut. So ein Zufall. So wollte ich meine Kinder nennen. Hallo, Drache. Na, mach ihn weg. Das war laut. Waren das alle oder? Mann, ist das laut. Ich sollte mich nicht da rein. Ich schleife mich mal da rum. Warum denke ich, dass da noch einer ist? Erinnerung, Sie können Cyberherzen benutzen, um den Drachen aus der Garnison zu locken. Los, fahren! Reaktiviere Megaschilder. Es scheint vorbei zu sein, Sergeant. Dann sollten wir uns mal treffen. Schicken Sie mir Ihre Koordinaten und ich komme. Koordinaten empfangen. Missionsziel: Treffen mit Dr. Elizabeth Darling. Die bekämpfen immer noch den Drachen. Mann, ist das laut. So, interagieren. Missionsziel erreicht. Sind Sie okay? Ja, vielen Dank. Was sind das für Dinger? Wir sind nicht sicher. Vielleicht lebende Fossile aus der frühen Kreidezeit. Wir nennen sie Blutdrachen. Oder kurz BDs. Als Sloan ihr Blut getrunken hat,
hat er seine Kybernetik überladen. Er hat ihr Blut getrunken? Ist das ein Witz? Nein, Sergeant. Wenn's einer wäre, dann ein schlechter. Das Blut hat Sloan überladen und ihn noch stärker gemacht. Und sehr hässlich dazu. Warum helfen Sie Sloan? Und was hat er mit der Rakete vor? Sergeant, beruhigen Sie sich, bitte. Mit den Raketen haben wir die biochemische Wirkung des Blutes beim Abwurf getestet. Raketen? Etwa mehr rote Speere? Wie viele? Ich weiß nicht, viele. Ich glaube, Sloan hat kein Interesse mehr an den Tests. Und ich will gar nicht davon reden, was es mit normalen Menschen macht. Hat er deshalb die Seiten gewechselt? Sergeant, Sloan war nie auf irgendeiner Seite. Jetzt hat er die Raketen und weiß, was er vorhat. Was ist mit der Nadel, Doc? Naja, dadurch werden sie mehr wie Sloan. Viel, viel stärker. Nur ohne die Nebenwirkungen. Nein, Doc. Niemals. Ich habe einer Lady einen Eid geschworen. Ihre Frau? Nein. Lady Liberty. Sie lehrte mich, dass Sieger keine Drogen nehmen. Ihre Sache. Also, Sloan betreibt drei geheime Einrichtungen, die alle okay. für eine Operation wichtig sind. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie da sind. Dann gebe ich Ihnen alle Infos, die Sie brauchen. Das klingt nach einem Plan, Doc. Was ist mit Ihnen? Sind Sie hier sicher? Ja, solange Sloan nicht merkt, dass ich Ihnen helfe. Viel Glück, Rex. Sie sind hier! Wenn Sie eine Garnison wie diese gesäubert haben, werden Nebenmissionen an den Abenteuerkonsolen verfügbar. Okay. Wir sollten die Fans nicht enttäuschen. Ziehen wir das durch. Ist das hier der Waffenladen oder wo ist der? Wo ist dieser verdammte Waffenladen? Ich sehe es doch. Kann ich ihn noch gar nicht nutzen? Ah. Weil ich schon alle Waffen habe. So, Karte. Da ist eine Garnison, da ist auch eine Garnison. Wir sind so ungefähr in der Mitte. Da drüben. Da will ich hin. Okay. Rette einen Nerd.
Hoffentlich ist hier ja noch kein Drache in der Nähe. Eliminieren Sie die Omega-Force-Soldaten lautlos, sonst töten diese die Geiseln mit äußerster Gnadenlosigkeit. Auf was schießen die? D20 oder Nerdsteine sind gut geeignet, um Cybergegner abzulenken. Also wie kriege ich sie? Der hat mich nicht entdeckt. Na komm her. Schützen Sie die Geisel, bevor sie erschossen wird. Oder sonst wie getötet. So, die bestehe ich erstmal. Befreit. Benutzen Sie das patentierte Schnellreisesystem der Kobayashi Corporation. Öffnen Sie die Karte, wählen Sie eine befreite Garnison und drücken Sie die entsprechende Taste. Das Kobayashi Schnellreisesystem. 85% Präzision bei nur 10% genetischer Degenerierung. Knake. Na toll, und ich kann die Kiste nicht einsammeln.
dem Kriegsspielgesetz werden Sie für alle sekundären Aktivitäten in Ihrem freundlichen Garnisonsshop mit Aufsätzen und Geld belohnt. Wenn Waffen mich stark machen, machen mehr Waffen mich noch stärker. Wenn Ihnen tödliche Tötungshilfsmittel wie zum Beispiel Kugeln ausgehen, reisen Sie zu einer befreiten Garnison und besuchen Sie den dortigen Shop. Oh ja. Ich fasse zusammen. Befreite Garnisonen bieten Shops, Sekundärmissionen und Schnellreisepunkte. Sekundärmissionen schalten Waffen, Aufsätze und Munition im nächsten Shop frei. Und all das zusammen macht sie zu einer glücklichen und funktionierenden Killermaschine. Aha. Na, was haben wir denn hier noch? Flammenwerfer? Ah, da ist noch eine Jagenmission. Da sind Notizen. Da muss ich nochmal hin. Da war noch eine Kiste. Aber ich mache... Und wo ist das Missionsziel? Da. Aber wie man mich kennt, mache ich erstmal alle Garnisonen durch. Um mich erstmal so aufzupowern. Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.